Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Kameraporträt. Denn heute ist es soweit, die Kamera, die ich im Oktober letzten Jahres schon mal vorgestellt habe, zu der es auch schon ein Kameraporträt-Video gibt, die ist heute wieder bei mir auf dem Tisch gelandet, weil es sie neu gibt. Die Rede ist natürlich von der Leica M6. Die Leica M6 2022 hat ihren Weg zu mir gefunden. Und das ist natürlich ja definitiv ein Video wert und eine Vorstellung wert. Und dann reden wir gerne mal über diese Kamera, die definitiv doch polarisiert, von der die einen sagen, das ist die beste Kamera der Welt. Und die anderen sagen, das ist eine Kamera, die braucht kein Mensch. Ja, ich brauche eine M6, ob ich unbedingt die neue brauche, darüber kann man geteilter Meinung sein. Da bin ich mir selber auch noch nicht so schlüssig. Ich sage es mal ganz ehrlich, wenn ich meine M6 nicht hätte, dann wäre ich da mit Sicherheit gieriger und hungriger. So hält sich das ja dann doch in Grenzen. In Grenzen hält sich das vor allen Dingen deswegen, weil der Anschaffungswiderstand für so ein Ding natürlich nicht ganz so gering ist. Muss das so sein? Darf das so sein? Soll das so sein? Wir halten mal fest, dass es nicht allzu viele vollmechanische analoge Kameras gibt, die 2022, 2023 gebaut werden. Von so her ist das ein bisschen schwierig, da ein Ja oder ein Nein zu sagen. Ist das also ein gerechtfertigter Preis? Ich denke, dass es das ist, weil da ja noch ein bisschen mehr dranhängt. Also zum einen ist natürlich Leica eine Firma, die im Vergleich zu Canon oder Nikon, Sony doch sehr, sehr viel kleiner ist. Das heißt, da wiegt der Erlösumsatz auf der einen Seite und die Entwicklungskosten auf der anderen Seite im Verhältnis doch wesentlich schwerer. Wenn man sich das Portfolio anguckt, was Canon zum Beispiel nicht nur an Kameras, sondern auch an Scene-Equipment, an Druckern, an Bürotechnik und so weiter und so fort hat, dann ist das eine ganz andere Spielwiese, die man da begrast als bei Leica, die natürlich mit den unterschiedlichen Unternehmen wie Leica Geosystems und so weiter und so fort, oder heißt das Leica Geosystems? Ich bin da gar nicht sicher. Also da gibt es auch noch ein bisschen mehr als Kameras, aber letztendlich ist Leica, also die Kamerasparte, dann doch verhältnismäßig klein und dennoch sehr breit aufgestellt. Also wenn man mal ins Produktportfolio guckt, dann findet man da von der kleinen Point-and-Shoot-Digitalkamera bis hin zum Mittelformatsystem eigentlich alles. Und das muss natürlich auch entwickelt werden und man nimmt nicht nur eingekauftes und zugekauftes Zubehör oder Basisbauteile, sondern man entwickelt auch selber. Was wir heute mal machen möchten, ist uns die Kamera mal ganz nüchtern angucken, denn auch da wurde viel drüber geredet. Ist das überhaupt eine Leica M6 oder nur eine MP im Leica M6 Look? Ist das eine Weiterentwicklung? Ist das ein Stillstand, ein Rückschritt? Was steckt also wirklich drin in dieser Leica M6? Und natürlich gehen wir dann erstmal hin und halten sie auch ins Bild, damit ihr schon mal einen Eindruck habt. Ja, so sieht sie aus. Oder ist sie das gar nicht? War das vielleicht doch eher diese hier? Ist das die neue M6? Oder ist gar dies die neue M6? Ja, so leicht auseinanderzuhalten sind die gar nicht. Und das bringt uns schon mal auf die richtige Spur. Denn ich sag mal, nachdem ich jetzt sowohl die 1980er, Ende 1980er Version, als auch die Klassik, also die gegen Ende der M6 Bauzeit, als auch die neue 2022er Version in den Händen gehabt habe, die fühlen sich alle so an, wie sich eine Leica M anfühlen sollte. Ich habe jetzt für diesen Vergleich das unverschämte Glück, dass ich nicht nur meine M6 Classic, die man vor allen Dingen dadurch erkennt, dass sie oben völlig nackt ist, da habe, sondern auch noch eine
M6 mit einem sehr frühen Baujahr, auch mit dem Leitz-roten Punkt noch. Also das wäre im Prinzip genau das Vorbild zu dem, was wir dann hier haben, nämlich der neuen M6. Und wenn wir die mal so nebeneinander halten, dann die Belederung ist unterschiedlich. Hier ist noch das originale M6-Leder, hier ist das Leder drauf, was es auf den modernen Digitalkameras gibt. Aber ansonsten von der Topkappe, die jetzt aus Messing ist und nicht mehr aus Zinkdruckguss, aber das sieht man von außen nicht, als auch von der Rückseite, sieht das alles erstmal sehr gewohnt aus. Ich habe in dem Fall Glück, dass diese M6 hier gerade bei mir zum Besuch im Sanatorium war. Die hat also einen frischen Service gekriegt. Und das ist natürlich dann der ideale Vergleich, denn wir vergleichen dann eine gebrauchte Kamera in Top-Zustand mit einer neuen Kamera in Top-Zustand. Und eine Sache vorneweg, die mich besonders gefreut hat, die hier aus dem Service stammende M6, die ist einen Hauch weicher im Aufzug, selbst als das Modell, was gerade aus der Herstellung gekommen ist. Das hat mich ja dann doch ein bisschen persönlich gefreut. Ansonsten muss ich aber sagen, von der Handhabung her ist da überhaupt kein Unterschied zu erkennen. Das Gewicht ist gleich, die Dimensionen sind gleich. Die fühlt sich ein bisschen glatter an, weil das diese Belederung eine feinere Struktur hat. Und das Zeitenwahlrad ist ein bisschen straffer, aber auch da waren die Kameras vorher in ihrer Produktionsvarianz immer so ein bisschen unterschiedlicher, denn noch straffer und noch härter ist es hier bei meiner M6, die ja ein wesentlich späteres Baujahr ist. Das ist also nicht wirklich von Kamera zu Kamera identisch. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie oft das Zeitenrad da schon gedreht und benutzt worden ist. Wie die Feder jetzt gerade den Widerstand gegen die Kerben in dem Walrad drückt, wie die jetzt gerade aus der Produktion gekommen ist. Und letztendlich sind das kleine marginale Unterschiede. Mit den kleinen marginalen Unterschieden machen wir auch weiter. Die neue M6 hat jetzt einen anderen Belichtungsmesser bzw. eine andere Anzeige für den Belichtungsmesser. Und da gucken wir hier mal durch den Sucher und wir sehen, es gibt jetzt zwei Pfeile und in der Mitte einen Punkt. Das war so schon aus der M7 bekannt. Und ich finde, er ist ein bisschen heller. Und was ich persönlich, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich es anders gewohnt bin, störend finde, ist, dass er mehr Platz in Anspruch nimmt. Also unten ist wesentlich mehr an Leuchtdioden zu sehen, während hier bei der klassischen M6 nur die beiden Pfeile sind. Der Informationsgehalt ist übrigens derselbe. Er wird nur anders dargestellt. Bei der ursprünglichen M6, da war es immer so, dass die Pfeile in unterschiedlicher Stärke leuchten konnten. Das heißt also, wenn ich den linken Pfeil in voller Helligkeit hatte und den rechten Pfeil etwas abgedunkelt, dann war das eine halbe Blendenstufe, die ich daneben lag. Das wird jetzt bei der neuen Belichtungsmessung, beim neuen Belichtungsmesser so gelöst, dass dann der Punkt zusammen mit dem Pfeil aufleuchtet. Das ist vielleicht auf den ersten Blick leichter zu erkennen, aber der Informationsgehalt, also das, was der Sucher, der Belichtungsmesser darstellen kann im Sucher, das ist identisch. Einen Unterschied gibt es aber dann doch, denn wenn die neue M6 eine Kappe auf dem Objektiv hat, ich erinnere mal da an meinem Video die beliebtesten Anfängerfehler, dann blinkt der Pfeil. Was ein bisschen irritierend ist, das tut er auch, wenn man außerhalb des Belichtungsmesserbereichs herauswandert. Wenn ich also das vor kurzem Indoor gehabt, in einer Szenerie bin, wo zu wenig Licht ist und als dass ich da
mit der Kamera vernünftig belichten und messen könnte. Auch dann blinkt das Ding recht hektisch und ich habe nach der Kappe gesucht und sie war nicht drauf und dann war ich erstmal irritiert. So, wenn man das weiß, ist es aber auch kein Problem. Ein bisschen schwierig wird es immer nur dann, wenn man meinetwegen zwei, also eine alte und eine neue M6 benutzt, dann muss man sich immer so ein bisschen umstellen. Eine Sache, die relativ gravierend ist, jetzt nicht in der Handhabung, aber wo es tatsächlich einen technischen Unterschied gibt, den finden wir, wenn ich die Kamera mal öffne. Dann haben wir also hier einmal die Filmauflage, die Andruckplatte, wie sie in der Leica Classic und in der ursprünglichen Leica M6 vorhanden war. Und im Vergleich dazu sehen wir die Platte hier. Die ist von der Optik her erstmal wesentlich glatteres Material. Dafür hat sie aber vier Schrauben. Ob das jetzt einen Unterschied macht in der Filmführung, das möchte ich mal mit einem klaren Nein beantworten, aber es ist zumindest ein baulicher Unterschied. In der tatsächlichen Bedienung ein großer Unterschied ist dann in der Tat der Sucher. Die M6 ist ja bekannt dafür, dass sie dieses Viewfinder Whiteout hat. Das ist eine Situation, in der starkes Streiflicht, wenn es hier in das Fenster vom Messsucher reinscheint, dafür sorgt, dass die gesamte Messsucheranzeige weiß wird. Das heißt, ich habe dann überhaupt keine Kontrolle, ich kann gar nichts mehr sehen im kleinen Messsucherfeld. Also im normalen Sucher sehe ich noch was, aber das Messsucherfeld ist dann komplett weiß und überstrahlt mein Bild, was ich im normalen Sucher habe. Und da ist man dann bei der neuen M6, aber auch schon bei allen MPs und MAs dazu übergegangen, hier jetzt mehrfach vergütete Gläser zu verwenden. Darauf hat man früher verzichtet und man sieht das auch, je nachdem wie das Licht drauf fällt, ich versuche das mal so ein bisschen zu provozieren, dass die unterschiedlich reflektieren. Also das hier ist wie so ein typisch beschichtetes Glas, reflektiert der Sucher hier, das tut er hier nicht. Das ist tatsächlich in der praktischen Anwendung ein großer Vorteil, wenn es so weit kommt. Man kann bei der normalen M6 dafür sorgen, dass man mal ein bisschen abschattet, dass dieses Whiteout verschwindet. Aber es ist natürlich lästig, hinderlich, wenn es aber man einfach nicht schnell fokussieren kann. Also es ist kein großes Problem, aber es kann natürlich auftreten und dagegen hat man was gemacht. Jetzt ist natürlich die Geschichte so, dass die neue M6 quasi auf der Produktionslinie der Leica MA und der Leica MP produziert wird. Also de facto ist da wahrscheinlich sehr viel MP-Technik drin. Der Sucher, inwieweit Materialien und Produktionsprozesse von einzelnen Zahnrädern betroffen sind, das kann ich nicht sagen. Ich habe auch darauf verzichtet, die neue M6 erstmal aufzumachen, obwohl es mich wahnsinnig in den Fingern gekribbelt hat, euch da mal Bilder zu präsentieren. Aber das ist das erste Mal, dass Leica mir eine Kamera zur Verfügung stellt und ich wollte nicht gleich so weit gehen, dass es dann die letzte war, die man mir zur Verfügung stellt. Da muss ich ja erst ein bisschen Vertrauen aufbauen, bis die dann sagen, gut, wenn der Schüffel die Kameras auseinander nimmt, dann bringt der die auch wieder richtig zusammen. Soweit sind wir noch nicht. Von so her müsst ihr jetzt erstmal auf die Bilder verzichten. Weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich jetzt hier an dieser Stelle welche einblende, denn ich habe die mal bei Leica angefragt. Und erfreulicherweise ist diese Anfrage auch beantwortet worden. Wir sehen hier also Bilder aus der Produktion der M6. Man sieht ganz deutlich, die Platine für den Belichtungsmesser, die ist deutlich aufgeräumter, eben 30 Jahre moderner. Und vor allen Dingen viele von den doch sehr undankbaren Flexkabeln sind verschwunden oder zumindest anders gelöst worden. Das macht einen deutlich aufgeräumteren Eindruck insgesamt und das zieht sich nicht nur bei der Konstruktion durch, sondern man sieht auch hier die Arbeitsplätze bei Leica. Die sind wirklich fürchterlich aufgeräumt und organisiert.
So, ich muss da mal eben kurz dazwischen grätschen, denn jetzt folgt eine Nachricht von meinem Sponsor. Ja, das bin ich selber. Erstens, nehmt euch mal die 2 Sekunden Zeit, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da unten auf den Abonnieren-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr mich immer informiert, wenn ich hier neuen Unfug treibe. Und ansonsten, wenn ihr mal Lust habt, was im wirklichen Leben zu machen, rübergehen auf die Webseite pixelandgrain.de. Da gibt es Infos zu meinen Workshops in der Dunkelkammer in Jever oder immer mal wieder quer durch die ganze Republik in verschiedenen Großstädten, in verschiedenen Regionen. Dazu noch die Anmerkung, wenn ihr schon eine kleine Community seid, also 4, 5 Leute euch der analogen Fotografie verschrieben habt und mal wirklich Lust habt auf einen genialen Workshop, dann lasst mich das wissen, auch wenn ihr schon eine Idee habt für ein Thema, über das ihr gerne was lernen möchtet oder was probieren möchtet. Und dann gucken wir einfach, ob wir das irgendwie realisieren können. Und wenn ihr einen Workshop bucht, dann freue ich mich darauf, euch irgendwann in der nahen Zukunft dann mal in der Realität begrüßen zu können. Und bis dahin oder bis zum nächsten Video sage ich erstmal Tschüss von der Sponsorstelle und jetzt geht's weiter im Video. Der Punkt, dass dann darüber geredet wird, dass die Leica M6 2022 ja doch eigentlich eine Leica MP im Leica M6 Look ist, das finde ich allerdings relativ drollig, denn ich erinnere mich noch, als damals die Leica MP vorgestellt wurde, da haben viele Leute gesagt, ja, aber das ist doch eigentlich nur eine M6, die so ein bisschen überarbeitet wurde und jetzt den alten Rückspulhebel gekriegt hat. Und im Prinzip ist das doch gar nichts Neues. Man kann das also so oder so sehen. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist doch eigentlich nur die, ist die Leica M6 2022 eine echte M? Und das ist sie. Ob da jetzt das ein oder andere Zahnrad aus Messing oder aus Stahl oder was weiß ich was ist, das spielt im Anwenden und vom Gefühl überhaupt keine Rolle. Ich finde selbst den Punkt mit dem Messing gegenüber dem Zinkdruckguss vernachlässigbar, weil ich davon nicht wirklich was merke. Es sei denn, wie bei den ersten Versionen der M6, dass es da zu dieser Zinkpest kommt und dass ich dann Bläschen und Beulen auf der Oberfläche habe. Das ist natürlich nicht so schön. Und das kann beim Messing natürlich nicht passieren. Die Beschichtung, diese Schwarzverchromung, die übrigens die einzige bis jetzt existente Farbvariante für diese Kamera ist, die ist auch auf dem aktuellen Stand, das heißt, die ist relativ widerstandsfähig gegen Brassing, also dass die Kamera dann wesentlich anders altert als die mit dem Zinkdruckgussgehäuse. Das wird erst die Zeit zeigen, ob das bei dem matten Schwarzchrom dann so genial aussieht, weiß ich auch nicht. Müssen wir einfach mal abwarten. Aber auch da stehen ja einem sämtliche Möglichkeiten offen. Man kann das ja entchromen lassen und dann schwarz Glanz lackieren lassen und dann sieht das aus wie die wunderbare Leica M3 Schwarz, die ich euch vor kurzem dann mal vorgestellt habe. Ja, zurück zu der Frage, ist das eine echte M? Würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Sie fühlt sich genauso an, sie bedient sich genauso. Es ist, wenn ich nicht genau hingucke, dann merke ich tatsächlich zwischen diesen dreien hier den Unterschied nicht. Und doch gibt es ein großes Phänomen, über das wir dann hier mal reden müssen. Denn bis jetzt, und das war immer mein Argument beim Leica-Kauf, dass ich gesagt habe, so teuer sind die Dinger gar nicht, weil man kriegt sein Geld ja immer zurück. Die neue Leica M6 ist potenziell zumindest tatsächlich die erste analoge Leica, bei der potenziell die Gefahr besteht, dass ich Geld verliere. Ich weiß nicht, wie die in einem Jahr aussehen werden vom Gebrauchtwert. Der wird nicht signifikant niedriger sein als der Neupreis, denn dazu sind die Stückzahlen, die rausgehen im Vergleich zu den Bestellungen, noch viel zu niedrig. Im Augenblick dürfte also wahrscheinlich eine gebrauchte 2022er M6 teurer sein als eine neue. Aber mittelfristig gesehen glaube ich nicht, dass die Gebrauchtmarktpreise für die regulären M6en
so weit anziehen, dass es für die neuen M6 bedeutet, dass sie gar nicht unter den Neupreis fallen können. Und da muss man sich eben die Frage stellen, ob es sich lohnt, für eine neue Kamera das mehr an Geld auszugeben, was den Unterschied halt zu einer gebrauchten Leica ausmacht. Denn auch das beweist diese Gegenüberstellung hier. Eine 35 Jahre alte Leica M6 mit frischem Service ist genauso gut wie eine niegelnagelneue Leica M6. Die hat nur keine Garantie. Aber auch da gibt es keinen Unterschied. Wenn mein primärer Augenmerk also darauf liegt, dass ich sag mal, Peace of Mind habe. Die Leica M6 hat bewiesen, dass sie 35, 40 Jahre locker übersteht. Ob das 70 oder 80 Jahre wären, das weiß noch kein Mensch. So eine alte M6 gibt es noch nicht. Wenn ich also jetzt eine neue M6 kaufe für 5.000 Euro, dann kann ich mir sicher sein, dass die in 30, 35, 40 Jahren ohne Service noch vollkommen tadellos funktioniert, wenn ich sie vernünftig einsetze. Wenn ich ihr dann einen Service gönne, dann wird die noch weitere 30, 40 Jahre lang gut funktionieren. Ob das eine Leica M6 von 1984, 85, 86 schafft, jetzt nochmal 80 Jahre drauf zu packen, das ist durchaus wahrscheinlich, aber wissen tut man es nicht. Also mit der neuen Leica befinde ich mich auf jeden Fall auf dem Pfad, dass ich mir für die nächsten 30, 40 Jahre null Gedanken machen muss. Und das kann ja durchaus was wert sein. Wenn ich als Fotograf nicht besonders technikinteressiert bin und einfach nur will, dass mein Ding funktioniert und ich möchte das in die Tasche stecken und mitnehmen und damit fotografieren und ich möchte mich nicht um die Befindlichkeiten einer Kamera kümmern, dann ist das durchaus ein Argument zu sagen, den Mehrpreis ist es wert, denn ich muss darüber nicht nachdenken. Wenn ich eine gebrauchte Leica M6 kaufe, dann kaufe ich immer auch eine Vorgeschichte, die ich eventuell nicht kenne. Einen Teil davon kann ich immer durch einen Service wieder ausmerzen, aber ich weiß nicht, wie viel Auslösung die hat, wie verschlissen dann irgendwann die Bänder von den Verschlusstüchern sein werden, welche Lebensdauer die wirklich haben. Jetzt kann ich auf der anderen Seite sagen, ich habe noch keins gesehen, was auch nur ansatzweise so aussah, als würde es irgendwann mal den Geist aufgeben. Aber ich kann es halt nicht garantieren. Ich würde da auch nie meine Hand für ins Feuer legen, dass das so ist. Bei einer neuen kann ich mir sicher sein, denn Proof of Concept, ich weiß, so lange funktioniert das. Das kann sich lohnen. Es gibt ja auch genug Kunden und Käufer, die sagen, ich möchte eine neue Kamera haben, weil es einfach meine Kamera ist und ich möchte die vom ersten Tag an besitzen und will damit meine persönliche Beziehung aufbauen. Ich will nichts Gebrauchtes kaufen. Auch das ist ja durchaus legitim. Und von so her ist das Schöne an der jetzigen Situation die Tatsache, dass ich wirklich vollkommen nach mir selbst gehen kann. Dass ich für mich selber entscheiden kann, was möchte ich, was ist mir das wert, was brauche ich, worüber will ich nachdenken, worüber will ich nicht nachdenken, was ist mir wichtig, was ist mir nicht ganz so wichtig. Und dann kann ich meine Entscheidung treffen und bei ein und derselben Kamera landen. Bis jetzt hatte ich immer die Situation, wenn ich was Neues will, muss ich eine MP nehmen, die ja doch irgendwie sowas wie eine Sonder-M ist. Und jetzt habe ich the real deal. Also jetzt habe ich tatsächlich die Kamera, die unter allen M's die beliebteste über lange, lange Jahre war. Dass man die Kamera nicht zwingend braucht, um tolle Bilder zu machen, das ist vollkommen unbestritten. Ich glaube, es wird auch keinen vernünftig denkenden Mensch geben, der sagt, nee, mit einer Leica, nur mit einer Leica, nur mit einer Leica M6 kann man wirklich das perfekte Bild machen. Das ist Unfug. Aber die Leica M6 ist eine Kamera, die auf eine andere Art und Weise funktioniert. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob ich sie mir kaufe oder ob ich sie mir nicht kaufe.
Wenn ich mir die Kamera kaufe, dann, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist das eine unglaubliche Verantwortung, die ich mir damit ans Bein hänge. Nicht für die Kamera oder für den Wert, sondern ich weiß, dass viele andere damit, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Video schon mal gesagt, dass viele andere Fotografen damit perfekte Bilder geliefert haben. Wenn ich das nicht schaffe, liegt es nicht an der Kamera, dann liegt es an mir. Und das gilt natürlich auch für die Leica M6 2022. So, und jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Wenn ich mich sage, die Kamera will ich garantiert nicht, das ist mir viel zu teuer, viel zu snobby, das ist mir viel zu elitär, das ist mir viel zu luxusbetont und überhaupt alles doof. Ich will beweisen, dass man mit der Kamera XY und dem Objektiv XY mindestens genauso gute, wenn nicht sogar bessere Bilder machen kann. Dann ist die Leica im Prinzip in dem Moment, dadurch, dass ich ihn nicht kaufe, die einzige Kamera der Welt, die in der Lage ist, dich als Fotografen dazu zu bringen, bessere Bilder zu machen. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Ehrentitel, dem der M6 keine andere Kamera strittig machen kann. Damit das Ganze nicht nur eine Lobhudelei, nein, ich sag mal objektive Betrachtung wird, sondern es gibt tatsächlich auch einen Punkt, den ich persönlich kritisieren möchte, und zwar ist das nicht an der Kamera selber, sondern an der Darreichungsform. Also natürlich habe ich die von Leica in ihrer Originalverpackung bekommen, und das ist der Lieferumfang, den ihr dann quasi nach Hause kriegt, wenn ihr die Kamera bestellt. Ja, und auf eines hätte man meiner Ansicht nach verzichten können, weil wir einfach 2023 haben, und das ist diese Plastikkiste. Die hat mich, wenn ich jetzt das Logo zuhalte, an was ganz anderes erinnert, nämlich an meine Konfirmation. Nicht, weil ich damals meine erste Leica bekommen hätte, sondern meinen ersten Elektrorasierer. Und der kam in, wer sich an die Zeit noch erinnern kann, der weiß, was ich meine. Ja, also es ist eine Plastikschachtel, die 1:1 der entspricht, die früher für die M6 genutzt wurde. Ich hoffe, dass man die noch irgendwo rumfliegen hatte und deswegen verwendet hat. Aber ja, ich finde, das hätte nicht Not getan. Da wir leben heute in einer anderen Zeit. Das muss man nicht zwangsläufig machen. Das wäre also mein Kritikpunkt. Aber ich bin ja sowieso, was Verpackungen angeht, relativ empfindlich, wenn es da zu aufwendig wird. Bin ich da, weil ich bezahle es ja mit. Ne? Also ich brauche keine fancy Unboxing-Celebration-Verpackung da. Was Sicheres, was die, das Produkt gesund zu mir nach Hause bringt, reicht mir da völlig. Ja, das ist der Punkt. Weiterhin zum Lieferumfang gehört auch ein Kameragurt. Den habe ich, all dieweil das eine Leihkamera ist, nicht ausgepackt. Den zeige ich euch aber mal eben hier. Der ist jetzt auch nicht mehr aus Stoff, also aus Gewebe, sondern aus Leder. Auch darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube, ich fände das genial, wenn man das mal an, als Hinweis an Leica, macht das doch optional. Also es muss sich ja nicht mal im Preis niederschlagen, aber bietet doch einfach im Bestellformular die Möglichkeit anzukreuzen, Leder, Plastik will ich nicht. Das wäre zumindest mal ein Zeichen. Damit sind wir, glaube ich, durch alle Aspekte der Kamera einmal durchgegangen. Dass ich die M6 mag, daraus mache ich keinen Hehl. Dass es Menschen gibt, die die M6 nicht mögen, auch das ist nachvollziehbar und vielleicht sogar vernünftig, denn als Werkzeug für alle Fälle eignet sie sich ja tatsächlich nicht so gut. Da sind bei längeren Brennweiten, bei Makroaufnahmen andere Geräte ganz klar im Vorteil. Für das, was sie gut kann, da macht ihr allerdings so leicht keiner was vor. Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und dieser Nimbus, wirklich das Besondere unter den Streetfotografie- oder Reportagefotografie-Werkzeugen zu sein. Auch das kauft man alles mit. Man ist Teil von einer besonderen Community. Aber das sind wir analoge Fotografen so oder so.
Und von so her ist jede Meinung zu diesem wunderschönen Gerät erlaubt. Ich jedenfalls freue mich, dass ich noch ein paar Tage mit dieser und meiner M6 verbringen darf. Ich weiß, dass sich jemand schon ganz doll auf diese M6 freut und wahrscheinlich ist die jetzt, wenn das Video auf dem Kanal erscheint, schon zu Hause angekommen. Deswegen da auch nochmal schöne Grüße hin. Und wie auch immer ihr euch zum Thema Leica M6 positioniert und entscheidet, ich beglückwünsche euch zu eurer Entscheidung und wünsche, dass ihr ganz viel Spaß habt, ganz viel Film fotografiert und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.